Diese Nachschau wird präsentiert von Stall Oberkracher. Hashtag Throwback, die Nachschau, Teil 2 des Derby-Meetings am zweiten Tag hier am Sonntag. Und heute waren die Hengste dran. Die Hengstvorläufe standen im Programm und dazu noch einige andere Highlights, die wir uns jetzt anschauen. Whitelove's Diamant ist vorne. Whitelove's Diamant for King of Greenwood. Dahinter sieht man Prosperous S. Er hat einige Schwierigkeiten. Da hinten kommt Paramount S. Und Platz 3 kann sie nochmal eng werden. Vorne alles klar. Whitelove's Diamant über den Ford. Wer zieht ein ins 125. Deutsche Traber Derby in 2 Wochen, hier am 20. September? Das wird heute entschieden und im 4. Rennen, da war der erste Vorlauf. 9 Hengste traten gegeneinander an und die ersten 3 kommen ins Finale. Und das waren Wild West Diamant mit Robin Bakker, der Favorit, der dieses Rennen souverän für sich entscheiden konnte. Auf dem 2. Platz dann King of Greenwood und last but not least Prosperous S sicherte sich das 3. Finalticket. Ein Vorlauf, in dem verhältnismäßig zu denen, die wir noch betrachten werden, relativ wenig Spektakuläres passiert ist. Ja, dann Young, wer kommt denn da noch? Außen noch Jackie Boss, Inge Korner ist vorne, der Toto, der Beb, 998 und der gewinnt es, Inge Korner. Bevor es mit den Vorläufen weiterging, stand erstmal im 5. Rennen ein Amateurfahren auf dem Programm. Scheinbar unspektakulär, aber es war der Überrascher des Tages. Romina Beranek mit ihrem eigenen Pferd und im eigenen Training, Indio Corner. Der hat alle von den Socken gehauen. In sage und schreibe 14-3 ist er allen davon gefahren. Und das als höchster Außenseiter mit 998 für 10 am Toto. Also sie war genauso verwundert wie eigentlich alle. Und da musste ich natürlich mit ihr einmal drüber sprechen. Romina, herzlichen Glückwunsch zu dieser Überraschung des Tages. Damit hast du auch nicht gerechnet, oder? Danke, Emma. Na, überhaupt nicht. Na, absolut nicht. Ja, die Wette auch nicht. Du bist wirklich die längste Außenseiterin gewesen und bist hier in einer überragenden Zeit von 14-3 nach vorne geprescht und da fehlten mir die Worte. Ich hab's von hinten, habe ich dir zugeschaut. Ich war auch in dem Rennen und da mussten dich alle ziehen lassen. Ja, also ich hab mir so im Heat schon gedacht, der ist schon sehr frisch. Berlin ist einfach seine Heimatbahn. Und ja, im Rennen, also ich hab mir den Todesspur, ich kann ihn nicht halten, ich muss nach vorne und er ist durchgelaufen. Er hat ein Kämpferherz. Das hat man definitiv gesehen und ich habe gehört, ihr habt ihn heute ein bisschen verändert, oder? Dass ja, er zu war, das ist neu. Also er war ja doch auch über den Winter ein bisschen in Pause und die ersten paar Starts, da fahren wir eigentlich immer offen. Und letztes Jahr hat er schon ein paar Erfolge gehabt mit Blendkappe und da habe ich mir gedacht, ja, für Berlin, der hat mal Blendkappe drauf und ja. Ja, und dann muss man ja noch dazu sagen, dein allererster Sieg, ja. Das ist ein Tag, den wirst du wahrscheinlich nie vergessen. Na. Und da kann man einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. To the Hill, ab jetzt nun das Kommando. Gegenüber Gold Capair, in der 3. Position Eagle in the Sky. 4. Pferd ist hier Venture Capital. Wahnsinnig stark, wahnsinnig stark ist der. Aber
Im sechsten Rennen war mal wieder Heinz Wewering-Time. Den zweiten Vorlauf zum deutschen Trabe-Derby konnte er mit Key to the Hill gewinnen, dem absoluten Top-Favoriten, der auf dem besten Wege ist, sich das Triple zu holen. Abdel Toddington-Rennen gewonnen, Budenbrock-Rennen gewonnen und jetzt wartet in zwei Wochen noch das 125. deutsche Trabe-Derby auf ihn. Mit dazu gesellten sich Goldcup BR auf dem zweiten Platz und das dritte Ticket ging an Venture Capital mit Michael Nimczyk. Und ich habe natürlich mit dem Champ gesprochen, wie er sich gefühlt hat. Wie fühlt man sich als Sieger mit Key to the Hill? Heute definitiv nicht die Überraschung des Tages, aber dennoch einen riesigen herzlichen Glückwunsch für diesen souveränen Sieg mit dem Top-Favoriten Key to the Hill auf dem Weg zum Triple. Und ja, The Champ, nimm uns einmal mit in den Wagen, die Gefühle, die Erlebnisse in so einem Rennen. Ja, ja, gut, das ist natürlich, wenn man so ein Rennen bestreiten muss, wo es ums Finale geht, im Derby dabei sein, das ist natürlich dann immer eine besondere Belastung, weil man darf da wirklich keinen Fehler machen und kleinste Kleinigkeit kann das ausbedeuten. Und das hat alles super geklappt. Arnold hat alles perfekt eingestellt. Und ich habe ihn noch mit der Zugwatte gearbeitet, sagt er. Und ich habe sie einmal gezogen und da ist er erstmal richtig losgegangen. Ich habe es gar nicht versucht heute. Also ich habe gesagt, dann sparen wir das auf fürs Finale. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Weil er ist ja ein Pferd, der macht im Grunde alles. Er ist ja absolut relaxed und auch im Rennen. Er marschiert dahin und wenn man ihn auffordert, ist er gleich bei der Sache. Er sieht nicht nur aus wie ein ganz Großer, er läuft wie ein ganz Großer und auch im Umgang, wie du es schon sagst, in den Siegerehrungen immer ganz entspannt und pflegeleicht. Also ein Top-Kandidat, der Weg zum Triple, er ist geebnet. Ja, und ich glaube, es ist auch ein Pferd, der es verdient hätte, wenn es so läuft. Und wir hoffen, dass es immer so weiterläuft, aber es ist ja nicht immer ein T-Schein dabei. Aber wir drücken mal die Daumen, dass das alles in Ordnung bleibt, dass er gesund bleibt, ist sehr, sehr wichtig. Und den Rest macht Arnold schon im Training. Und den allerletzten Rest dann du, in zwei Wochen. Ja, so machen wir das. Daumen sind gedrückt. So ist das, genau. Das Gerhard Krüger Memorial war ein weiteres Highlight an diesem Tag im siebten Rennen. Und das war ein ganz besonderes Rennen, denn es waren nur zweijährige Pferde am Start. Pferde, die also noch ganz am Anfang ihrer Rennkarriere stehen. Und siegreich konnte dieses erste zweijährige Rennen in diesem Jahr beenden Cindy Truppo mit Thorsten Tietz, eine Italienerin. Und was mich besonders an diesem Sieg gefreut hat, der Mitbesitzer Flo Markussen ist Teil vom Stall Oberkracher und die unterstützen uns heute und dafür sage ich herzlichen Dank und gesprochen habe ich mit Thorsten Tietz. Thorsten, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg mit Cindy Truppo, eine Italienerin. Ein zweijähriges Pferd, noch ganz am Anfang der Karriere. Was können wir da noch so erwarten? Wo geht der Weg hin nach dieser beeindruckenden Vorstellung? Also sie hat alle Möglichkeiten, sie hat Nennungen überall. Wir haben früher entdeckt, dass sie viel Talent hat und sie hat jetzt in 14 Tagen hier im Jugendpreis eine Nennung, wo sie laufen kann, eigentlich auch soll, aber da warten wir jetzt mal ab, wie sie das Rennen verkraftet hat über die Woche. Und danach hat sie in Hamburg ein zweijähriges Rennen und sie hat auch noch in Schweden Breeders Crown Nennungen. Da ist auch noch ein Lauf in Jägersroh, den wir eventuell mit ihr wahrnehmen. Und ja, sie hätte auch in Italien in der Heimat noch ein ganz großes Rennen, aber wir wollen sie zweijährig nicht überfordern. Sie ist ein absolutes Klassepferd, sie ist total unkompliziert, einfach, sie weiß, was sie zu tun hat. Und ja, wenn sie ist fertig, sie kann starten, aber wir werden sie halt nur einsetzen, wenn sie auch wirklich fit ist. Vielen Dank für diese Zusammenfassung, Thorsten Tietz, Fahrer und Mitbesitzer und Trainer. Danke. Zum Einlauf hinein und in der Distanz ist Johnny Hill weiter vorne, aber Cunningham kommt außen. In der Mitte Hidalgo Heldia, in der Distanz Johnny Hill vorne, aber die Speedpferde, die werden alle vorbeilaufen. Und jetzt gibt es die Überraschung, Cunningham ist vor und dann setzt Blackjack nach. Dann kommt ins Finale, because you love me, Cunningham, Blackjack.
Eine Riesenüberraschung dann im dritten Vorlauf, achtes Rennen, und da lief alles anders als erwartet. Denn das Finalticket gesichert hat sich Robin Bott mit Cunningham auf dem ersten Platz. Danach folgte Rudi Haller mit Black Jack und auf Platz 3 Because You Love Me mit Rick Ebbinger. Und die eigentlich gemeinten Favoriten in diesem Rennen, Johnny Hill und Hidalgo Heldia, die waren leider nicht unter den ersten dreien und somit sehen wir sie in 2 Wochen vielleicht im B-Finale, aber nicht im 125. Deutschen Traberderby. Und Robin Bott, den habe ich natürlich mal zu seinem doch etwas überraschenden Sieg befragt. Robin, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg mit Cunningham in diesem Vorlauf, wo irgendwie alles anders kam, als man es erwartet hat. Hast du vorm Zug gedacht, dass du mit Cunningham hier diesen Vorlauf gewinnen kannst? Ja, Gewinn ist natürlich übertrieben, aber dass er ein gutes Laufen macht, hätte ich wohl erwartet. Jetzt war natürlich alles optimal für mich. Zweites Pferd außen. Im letzten Bogen habe ich noch einen kleinen Schreckmoment gehabt, aber hat er gut gelöst, das Pferd. Und habe ich rausgenommen und hat sich eigentlich schnell gelöst und war zeitig im Ziel. Ja, es sah sehr gut aus und da geht man jetzt natürlich bestimmt mit einem guten Gefühl hier in 2 Wochen wieder an den Start, oder? Ja, klar. Jetzt eine schöne Nummer und ich glaube, ich muss gucken, wie ich auf meinen Rennverlauf passt. Und ich sage nicht, dass ich der Favorit oder weiß ich was, aber ich denke, dass ich ein gutes Platzgeld mitnehmen kann, wenn der Rennverlauf stimmt. Wir wünschen dir dafür viel Glück und vor allem sind wir in 2 Wochen natürlich dabei. Der letzte Vorlauf stand dann im 10. Rennen an und den sicherte sich souverän der Goldhelm mit Straight Flush. Auf dem 2. Platz dahinter Toto Barroso, außenherum auch ganz stark gelaufen, und ab Platz 3 ging an Dream Fashion, mit dem dann wohl doch weniger gerechnet haben. Body and Soul reagierte leider mit einer Galoppade am Start und somit war der Favorit aus dem Rennen. Die 3 Finaltickets sind weg und ich war beim Goldhelm und habe ihn natürlich befragt, wie er diesen Sieg einschätzt und wo war Johnny Hill. Herzlichen Glückwunsch, Vorlauf-Sieg mit Straight Flush. Toto Barroso, hatte man da Respekt vor oder hast du eigentlich gedacht, nee, das Ding habe ich sicher? Natürlich hatte ich Respekt vor ihm. Er hatte gute Formen in Schweden zu Buche stehen. Aber trotzdem war ich mir schon sehr sicher, dass Straight Flush mithalten kann. Und auch zum Schluss, der letzte Kilometer war sehr schnell. Er hat immer wieder angezogen, wenn ich was von ihm wollte. Ich war zufrieden. Mit Johnny Hill warst du wahrscheinlich nicht ganz zufrieden. In dem Vorlauf hat zwar ein anderer Schützling aus eurem Stall als erster das Finalticket sichern können, aber da darf die Frage erlaubt sein, wie enttäuscht ist man jetzt? Ja, da war ich schon sehr enttäuscht, muss man ganz klar, braucht man nicht drum herum zu reden. Er war für mich ein ganz klares Finalpferd. Er war lange unser Jahrgangsbester bei uns im Stall. Und ja, für ihn war es so, die 2 Monate, die jetzt das Derby später sind oder ist, waren für ihn nicht gut. Was für Straight Flash wiederum gut war, war für ihn nicht gut. Und man merkte, er ist nochmal gewachsen und der letzte Start war schon nicht gut. Er hatte sich zwar zu Hause gut präsentiert, aber trotzdem merkt man, im Rennen ist es was anderes. Und ja, wir waren sehr enttäuscht, aber ich denke, er wird 4-jährig sein Potenzial wieder ausschöpfen können. Wir werden ihm jetzt die Zeit geben, die er braucht, und freuen uns, mit den anderen 3 im Finale zu sein. Nach dem Derby ist nicht alles vorbei. Wir sehen ihn wieder und dich sehen wir in 2 Wochen mit einigen Startern im Finale. So ist es. Ein weiteres Highlight stand im 11. Rennen an, das Equine Auktionsrennen für 4-Jährige mit saftigen 30.000 Euro dotiert. Und den ersten Platz, den sicherte sich hier Juan Lepar mit Jap van Rijn ziemlich sicher, nachdem Jack Scott vorne mit Rudi Haller unvermittelt einen Fehler machte, woraufhin dann River Flow nach außen genommen wurde, Michael Nimczyk touchierte, da gab es eine Kollision, das ging alles irgendwie schief. Aber Platz 2 ging damit an Icarus Love mit Robin Bakker und den 3. Platz sicherte sich Bavaro, also in einem Rennen, da kann auch mal alles ein bisschen holter die Polter laufen. I am the hunter.
ganze Partei mit einem zweiten von Saukopf. Volle Umarmung jetzt zwischen Vater und Tochter. Das war's mit dem ersten Wochenende des Derby-Meetings 2020 hier auf der Trabrennbahn Mariendorf. Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen, am 18. September, am Freitag. Da gibt's den Teil 3, Hashtag Throwback, die Nachschau. Diese Nachschau wurde präsentiert von Stall Oberkracher.